In diesem Video zeige ich dir, wie ich mit dem Knötchenstich Kirschblüten sticke. Damit der Kirschbaum möglichst lebendig aussieht, sticke ich den Knötchenstich in verschiedenen Farben und mit verschieden dickem Garn, respektive mit unterschiedlicher Anzahl an Fäden des Stickgarns. Dazu brauche ich einen Stickrahmen, Baumwollstoff, Stickgarn, eine spitze Sticknadel und eine Schere. Die Äste des Baumes habe ich bereits mit dem Stielstich gestickt. An die Enden der Äste kommen nun unzählige Knötchen als Kirschblüten. Die ersten Knötchen mache ich in rosa mit dem ganzen Stickgarn. Ich schneide eine Armlänge Faden ab, fädle ihn in die Nadel ein und mache am Fadenende einen Knoten. Nun steche ich von hinten an der gewünschten Stelle aus dem Stoff. Jetzt wickle ich den Faden dreimal von vorne nach hinten um die Nadel und steche anschließend mit der Nadel ganz nah bei der Ausstichstelle wieder in den Stoff. Den Faden ziehe ich nun ein bisschen an, damit das Knötchen auf den Stoff rutscht. Nun ziehe ich die Nadel vorsichtig hinten aus dem Stoff, wobei sich ein Knötchen bildet. Dann suche ich eine geeignete Stelle für den nächsten Knötchenstich. Ich wickle den Faden wieder dreimal von vorne nach hinten um die Nadel und steche anschließend mit der Nadel ganz nah bei der Ausstichstelle wieder in den Stoff. Den Faden ziehe ich ein bisschen an, damit das Knötchen auf den Stoff rutscht. Nun ziehe ich die Nadel vorsichtig hinten aus dem Stoff, wobei sich ein Knötchen bildet. Wenn der Faden zu kurz wird oder ich die Farbe wechseln möchte, kann ich ihn auf der Rückseite verknoten und den überschüssigen Faden abschneiden. Klassischerweise vernäht man die Fäden beim Sticken, was aber aufwendig ist. Da ich das Stickbild im Rahmen lasse, macht es nichts, wenn es auf der Rückseite Knoten hat. Weitere Knötchen mache ich nun in Weiß mit nur 3 der 6 Fäden des Stickgarns. So entsteht langsam ein blühender Kirschbaum.